Haus des Weins zu Bernig. Seit 2010 war man im Tüftler, hat einen Ort gesucht. Bernig als grösste Weinbaugemeinde hat sich aufgedrängt. Und dank einer Kooperation zwischen der politischen und der Ortsgemeinde ist es jetzt eben 2018 eingeweiht worden, das Haus des Weins in Bernig. Mit mehr als 70 Weinsorten, St. Galler Wein natürlich versteht sich, im Keller. Dabei bei dieser Einweihung auch der höchste Winzer, der Vorsteher vom Volkswirtschaftsdepartement, der Bruno Damann. Aber auch viele lokale Prominenz und Politiker aus der Nachbarschaft. Natürlich auch Vertreter vom Kulinarium, vom Branchenverband von der St. Galler Wein und Wetter hin oder her, auch mit vielen interessierten Besucherinnen und Besuchern. Nach einem Traumsommer, einem Rebsommer, fast wieder Toskana. Genau an dem Tag der Einweihung Regenwetter, wo man schon fast nicht mehr kennt hat. Aber Bernig mit all diesen Marktständen hat sich gleich von der besten Seite gezeigt. Und wir auch wenn uns der Regen die Linse ein bisschen getrübt hat. Nur ohne Regen auch keine Gestirnten. Und das ist ja sicher ein gutes Omen. Ja, und dann ist es losgegangen mit dieser Einweihung. Heute ist ein Freudentag. Für unser Dorf, für unsere Region, ja, für unseren Kanton St. Gallen. Wir stehen hier vor dem neu erstellten Haus des Weins. Es steht hier bei uns, in Bernig, an der Oberrickerstrasse, und ich freue mich. Im Namen vom Ortsverwaltungsrat begrüße ich Sie und heiße alle herzlich willkommen. Wir dürfen miteinander eine Eröffnung feiern. Da wäre der Dani Fürst gerade jetzt, der hier die Tür aufmacht. Gabi Kuster, die für das Administrative zuständig ist. Und für das Restaurationsteam verantwortlich ist Doris Breu. Die drei tragen die volle Verantwortung und über die läuft das Haus. Und für das sind wir dankbar und wirklich, wir freuen uns, mit euch weiter zu arbeiten. Das Haus vom St. Galler Wein ist ja eben ein Teil vom Regionalentwicklungsprojekt Aufbau Agrotourismus im St. Galler Rheintal. Dass sich ein Besuch in der grössten Weinbaugemeinde vom Kanton und seine neuen Wahrzeichen lohnt, von dem ist sicherlich auch unser nächster Festredner überzeugt. Nicht zuletzt auch wegen der Umsicht und Weitsicht von der Gemeinde Bernig dürfen wir heute hier stehen. Der Gemeindepräsident von Bernig, Bruno Seelos. Bernig, da haben wir jetzt schon zweimal gehört, ist die grösste Weinbaugemeinde im Kanton St. Gallen. Und darum freue ich mich sehr, Sie heute herzlich in der St. Galler Kantonshauptstadt vom Wein hier in Bernig willkommen zu heißen. Danke vielmals. St. Galler Wein und ihre Produzenten an einem Ort, quasi unter einem Dach, so stil- und genussvoll zu entdecken und zu erleben, ist für alle Beteiligten eine einzigartige Plattform und Möglichkeit. Ich habe mir überlegt, was der jetzige Moment, wo ich jetzt da stehe, für mich und auch für unsere Berufskolleginnen und Kollegen kann bedeuten. Spontan sind mir da drei Worte eingefallen, nämlich Dankbarkeit, Stolz und auch Zuversicht. St. Galler Wein vereint unter einem Dach. Das ist eine grosse Sache. Gern darf ich Ihnen jetzt den Herrn Regierungsrat Bruno Damann ankündigen. Als Vorsteher vom Volkswirtschaftsdepartement, notabene der höchste St. Galler Winzer. Das Projekt, das wir jetzt hier davor stehen, das ist das erste Projekt, das der Kanton St. Gallen gemacht hat im Rahmen der regionalen Entwicklung, wie es schon mehrmals gesagt hat, das sogenannte PRE. Der Name von dem Projekt war Agrotouristische Nutzung historischer Verkehrswege im Rheintal. Dass wir das machen können, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Erstens muss die Wertschöpfung für die Landwirtschaft gegeben sein und zweitens braucht es eine branchenübergreifende Zusammenarbeit. Das ist gemeint, die Landwirtschaft mit dem Gewerbe, mit dem Tourismus, aber auch mit der Holz- und Forstwirtschaft. Drei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit man so ein Projekt starten kann.
Es muss ein Projekt sein, das ein Teilprojekt hat. Es darf also nicht nur ein Projekt sein, sondern müssen mehrere Teilprojekte sein. Das ist ja gesagt worden. Es hat auch da mehrere Teilprojekte gehabt. Denn eine zweite Bedingung ist, es muss vorwiegend landwirtschaftliche Beteiligung dabei sein. Und nicht zuletzt, der Kanton muss auch etwas beisteuern. Das alles hat das Projekt erfüllt und darum hat man das, die PRE-Gelder können sprechen. Wie ist Genuss und sollte auch in einem passenden Rahmen präsentiert werden können. Als Haus vom St. Galler Wein möchte seinen Gästen nicht nur Geschmackserlebnis bieten, sondern auch eine ganz neue Raumerfahrung. Über Vordergründiges und Hintersinniges im Zusammenhang mit der Architektur und dem Auftrag, am St. Galler Wein ein Zuhause zu bauen, ist jetzt unser nächster Redner, der Bernecker Architekt Carlos Martinez, dran und wird Sie erfreuen. Ich fühle mich wirklich glücklich und ich fühle mich so wie an einem Erntedankfest. Und ich denke, wie ist denn das an einem Erntedankfest? Und jetzt müsst ihr euch mit mir zusammen da so vorstellen. Blauer Himmel, ein wahnsinnig schöner Herbst, also eine ganz leicht wärmende Sonne, super schönes Licht, so also ein Herbst, wo man die Ernte eingefahren hat, unsere Ernte hier, und wo man sehr glücklich darüber ist, über die getane Arbeit, über das Werk, das wir hier haben. Für das ist es sehr wichtig, dass so ein Haus funktioniert. Wir haben das so organisiert, dass man verschiedene Räume gleichzeitig nutzen kann. Wir haben unten den Weinkeller, hier den Saal und oben nochmal einen Besprechungsraum. Der Office und das WC und so weiter, die sind alle auf der Seite im Stall inne, so dass die Räume können eigentlich bedienen, separat bedienen, so dass man kann im Weinkeller ein Apéro haben mit irgendeiner Gesellschaft, da oben einen anderen Anlass, im Sitzungszimmer eine Sitzung und alles parallel funktioniert, ohne dass sich die gegenseitig in die Quere kommen. Ist endlich die Möglichkeit da, dass wir ins Haus des Weins eintreten können. Sitzen Sie doch ab und sonst gibt es auch sicher immer wieder Möglichkeiten. Und ab der 1 ja dann auch die Führungen, wo Sie dürfen alles anschauen können und eine fachkundige Begleitung. Vielen Dank und einen schönen Aufenthalt. Thomas, was bedeutet das dir, das Haus des Weins hier in Bernegg? Es bedeutet mir sehr viel. Zuerst in St. Gallen freut es mich ganz besonders, dass es jetzt im Kanton St. Gallen ein Haus des Weins gibt, ein gemeinsames, von allen Winzerinnen und Winzern vom Bodensee bis zum Zürichsee, wie wir gehört haben, dass die miteinander ein gutes Produkt und Kultur weitertragen. Und es freut mich natürlich als Rindtaler, dass das Haus im Rintal ist, im Herzen von Niederrhoz Bernegg. Und dass letztlich, ja, jetzt man kann so ein bisschen sagen, die Hauptstadt ist heute auch gesehen worden vom Wein, hier im Rintal ist. Und mich persönlich freut so und ich bin ein bisschen dankbar, dass man die Idee weitergetreten hat, viel dafür gekämpft haben und heute trotz dem Regen ein Freudentag ist.
Ein spürbarer Freudentag. Auch für Burkhard Fetscher, Regierungsrat, Gemeindepräsident, Nationalrat und für viele andere, die in dem Keller eben dies und jenes Gespräch gemacht haben, bei einem guten Tropfen Wein. Ein Freudentag auch für Bruno Damann, obwohl ihm ja die Kantonshauptstadt sichtlich abhanden gekommen ist. Ja, das ist nicht so tragisch. Die politische Kantonshauptstadt wird weiterhin St. Gallen bleiben, aber es freut mich, dass Bernec zur Kantonshauptstadt vom St. Galler Wein erkürt worden ist. Ja, Sie müssen feststellen, Sie sind auch ein Weintrinker. Das Arzt natürlich, der Arzt sagt immer, ein bisschen Wein mag es leiden, auch wenn es jetzt Mittag ist. Also Wein ist etwas Gesundes. Also im Mass ist Wein sicher etwas Gesundes und ist ein wichtiges Kulturgut bei uns. Sie sind jetzt gerade bei einem Federweiss dran gewesen. Haben Sie Spezialitäten bezüglich Wein? Also ich trinke eigentlich jeden Wein, weil ich würde immer wieder Neues probieren, Neues ausprobieren. Und ich muss feststellen, seit ich in der St. Galler Regierung bin, habe ich den St. Galler Wein lieben und kennengelernt. Und manchmal in der Regierung, gell, bei der Anspannung, kann man so etwas auch brauchen, nicht? Ja, das ist sicher so. Burkhard Fetsch, was bedeutet dir das jetzt hier, das Haus des Weins? Ja, das Haus des Weins bedeutet mir natürlich sehr viel, weil ich hohen Respekt habe vor der Weinbaugemeinde Bernec. Ich bin zwar das Balgach daheim, das zweitgrösste Weinbaugemeinde, aber unsere Weine haben ja in den letzten Jahren wunderbare Entwicklung durchgemacht. Jetzt stehe ich hier in dem Keller, wo die Weine ausgestellt sind. Die St. Galler Weine, die dürfen sich wirklich zeigen. Und ich lade alle ein, Weinfreunde, die Weine zu probieren. Ja, immer muss ein bisschen kämpfen dafür. Wenn man irgendwo mit Freunden Wein bestellt hat, haben sie alle ein bisschen die Nase gerümpft, wenn ich Rindtaler haben wollte. Aber wenn sie es probiert haben, haben sie gefunden, gibt es da. Der ist ja wunderbar. Du hast ja gerne Erfahrungen gemacht mit einem Bundesrat, gell, der dann auch Wein getrunken hat, oder? Ja. Ja, wir sind in der Zeit, wo ich in der Nationalrat war, mit dem Fritz Honecker Bundesrat und Jean-Pascal de Lamira im Weingut Sonneck im Balgach gewesen. Wunderbar, wie der Jean-Pascal de Lamira reagiert hat als Westschweizer Weissweintrinker, wo er Balgacher Riesling Silvaner getrunken hat und gesagt hat, au, das habe ich nicht gewusst. Gibt's das? So wunderbar. Jetzt hast du den Balgacher gesagt. Meinst du, der Bernecker mag auch kommen mit dem Balgacher? Ja, ja, der Bernecker mag auch kommen. Die sind beide sind gute Weine. Und Peter Nürsch, das habe ich erfahren, du bist der höchste St. Galler Budo. Unglaublich. Was hast du gerade getrunken vorher? Ja, natürlich ein wunderbares Gläschen weißer Wein aus der Region. Ein wunderbarer Wein können geniessen hier im Haus des Weins. Also jetzt glaube ich, als purer Präsident bist du gerade ein Diplomat durch und durch. Du hast gesagt, aus der Region. Es ist nicht ganz gesagt, ob es ein Bernecker und ein Balgacher wäre. Ist es eigentlich Unterschied zwischen Bernecker und Balgacher? Ja, selbstverständlich hat jeder seine Nuancen und wichtig ist, dass die aus der Region kommt und da haben wir natürlich ein Haus, wo man die kann präsentieren kann und das ist natürlich sensationell, dass man die regionalen Geschichten da wieder aufleben kann. Ja, Bruno Seelos, he? Schön gestiegen, jetzt St. Galler Weinhauptstadt, früher mal Schreiber gewesen und jetzt eigentlich schon Chef vom Kanton St. Gallen. He? Ja, da bringt es mit sich. Wir sind die grösste Weinbaugemeinde, wir sind stolz darauf und das Haus vom Wein hat auf Bernec gehört und ich glaube, wir haben ein gelungenes Werk heute dürfen eröffnen, wo wir noch sehr viel Freude werden haben. Wir hoffen, dass sehr viele Leute auch auf Bernec kommen und die St. Galler Wein hier degustieren. Sie sind ein Weintrinker, Sie trinken jetzt momentan gerade einen roten. Ich meine, es wird schon ein Bernecker sein, oder? Es ist kein Bernecker. Ich habe gesagt, ich möchte etwas probieren, das ich noch nicht kenne. Das ist nämlich genau die Idee hinter dem Haus vom Wein, dass man Wein kennenlernt, wo nicht gerade von da ist, sondern vielleicht vom Zürichsee. Der ist, wenn ich es richtig gelesen habe, aus Agans. Aha, ja, das ist auch ein guter Wein. Und natürlich eben auch in der erweiterten Region. He? Ja, genau. Vor allem im Hintergrund, aber natürlich auch mit dabei, der kantonale Rebbau-Kommissär Markus Hardegger, hier bewirtet von der Doris Breu. Und von ihr wollte ich wissen, welches denn ihre Rolle genau sei. Ich bin für Gastronomie unter anderem zuständig. Und nicht im Umspringen, ich frage, dass genau, das Stressbau, gell? Genau, dass hier alle zu essen und zu trinken bekommen. Genau. Das ist aber nicht nur heute der Fall, sondern man kann auch das nachher nutzen, oder? Ja, ich werde auch nachher im Haus des Weins zur Verfügung stehen. In welchem Umfang ist noch nicht ganz klar. Es wird natürlich viel auch mit Catering gearbeitet. Der Catering wird organisiert und kommt auch mit Personal. Es kann aber sein, dass auch ich natürlich dann mal hier im Einsatz stand und Leute bewirte. Daniel Fürst, du bist der Chef. Man sieht, mal im Keller, mal Mittelgeschoss, mal oben. Das Haus bietet sehr viel, gell? Nicht einfach nur Wein, aber natürlich auch.
Ja, richtig. Es heisst Haus des Weins und wo Wein draufsteht, ist natürlich auch viel Wein drin. Aber wir haben auch andere Sachen hier, landwirtschaftlich hergestellte Produkte, wie etwas aus dem Ribbel. Wir haben von der Goba Mineralwasserprodukte hier, wir haben von der Sonnenbräu Produkte hier, auch von der Mostreikobelt in Marbach. Und ihr könnt das Haus auch mieten, wenn ihr jetzt mal eine Veranstaltung machen will, mal mit Leuten zusammenkommen, etwas veranstalten hier? Das ist zu verschiedenen Zeiten möglich, also für Gesellschaften, Führungen etc. sind wir die ganze Woche da, Montag bis Sonntag. Und für spontane Gäste haben wir am vom Freitagabend um 5 Uhr bis 8 Uhr offen. Eben oben haben Sie so ein Besprechungszimmer, gell? Da ist man relativ geschlossen. Dann unten dran ist die Möglichkeit für Bankett im Saal und dann ganz unten ist eben die Ausstellung mit den Wein. Die Wein, die bleiben dort immer schön stehen, jetzt die 70 da. Ja, die sind dort zum Erleben, zum Entdecken. Die werden dort aber auch immer wieder aktualisiert und bewirtschaftet von uns. Wie du gesagt hast, haben wir eben auch ein Sitzungszimmer für 12 Personen, eignet sich ideal, auch ohne die Weinwelt zu erleben, aber auch in Kombination mit der Lounge zusammen etc. Und da kann man auch mal mit einem Verein daherkommen zum Degustieren, da kann man sich bei euch anmelden oder so? Selbstverständlich, das kann man machen. Wir haben jetzt auch eine Webseite bekommen, dort findet man alle Informationen und Details drauf. Das heisst, mit anderen Worten, man wird dann hier auch bewirtet, gell? Ihr habt auch quasi eine Küchenchefin, also man kann dann auch essen und so. Das läuft bei uns via Catering-Firmen, die wir zusätzlich dazu hernehmen. Selber hier haben wir kein Essensangebot, nur Getränkeangebot. Aber auch bei uns auf der Webseite sind die Catering-Firmen zu finden. Man kennt dich vom Kulinarium her und jetzt bist du Geschäftsführer vom Haus des Weins. Also Haus des Weins ist nicht Kulinarium, aber irgendwie nach zusammen, oder? Ja, das ist sehr nach zusammen. Also das Angebot, das wir hier leben im Haus des Weins, ist Kulinarium zertifiziert, Kulinarium gelabelt. Von dem her hat es da schon sehr viele Gemeinsamkeiten. Hat es da unten jetzt eben Wein natürlich aus der ganzen Region St. Gallen, aber nur St. Gallen? Also Zürich zum Beispiel dann nicht mehr? Richtig, es ist nur St. Gallen Wein. Wir haben 19 Weinproduzenten, die ihre Wein jetzt hier ausstellen und bewirtschaften. Und du bist eigentlich die Schnittstelle von den Winzern, also den Leuten, die über etwas das möchten, dann probieren, oder? Nehme ich an. Ja, also die Schnittstelle zum Teil eben zu den Winzern, Schnittstelle auch zu der Ortsgemeinde Berneck, wo ja Bauherrin ist, Schnittstelle aber auch zum Tourismus, zu verschiedenen anderen Organisationen, wo man Vermarktung und Bewerbung laufen lassen.